Tada! Willkommen, Linse putzen! Nachdem ich die Linse geputzt habe, geht's los. Und zwar mit einem fantastischen Produkt aus Ostasien, Südostasien, keine Ahnung, wie es heißt, wer? China, Taiwan, Korea, Japan bestimmt nicht. Ein Klapprad namens Rock Scamper, was auch immer das heißt, Fels und S-Camper. Ja, viel dazu zu sagen gibt es nicht. Es ist ein billig, also es ist wirklich ein billig Klappi. Es ist eigentlich neu. Jetzt habe ich vom Kunden, der hat das in einem Berliner Keller gelagert und noch nie aufgebaut gehabt. Und ich habe es widerwillig angekauft, mehr ein Stützungskauf war das tatsächlich, weil ich meinte, auch das ist eine ganz schlechte, ganz bescheidene Qualität. Es ist eigentlich nichts für mich, aber die brauchten halt Geld und dann habe ich es gekauft, so wie ich nun mal so bin. Und dieser Berliner Keller, dieser feuchte, wunderschöne Berliner Keller, hat überall seine Spuren hinterlassen. Es war natürlich alles noch weit drin und so. Und es ist überall verrostet schon. Also es ist unglaublich. Es ist eigentlich neu. Es ist eigentlich wirklich neu. Also es ist, wie man sieht, an den Reifen, nicht ein Kilometer damit gefahren. Ich selbst bin nicht einmal hier gefahren, die Straße auf und ab. Aber das war, also nachdem ich es aufgebaut habe. Und habe es für schlecht befunden. Also es tut mir leid, der totale Schrott eigentlich. Aber ich biete es halt trotzdem mal an. Natürlich ab, als Auktion, natürlich ab 1 Euro. Aha. Also. So, die Aufkleber dran. Grandiose V-Brakes. Ja. Vielleicht kann man davon Teile brauchen oder man macht ein Projekt draus. Irgendwas Lustiges habe ich auch schon aus so einem Billigding gemacht. Mit meinem Sohn zusammen vor 5-6 Jahren habe ich sowas gemacht mal. Mit einem tiefen Lenker, also habe das alles hier abgebaut, den Vorbau hier raus, das alles raus. Der ganz tiefen Rennlenker, das sieht dann Euro aus. Fährt sich total beschissen. Aber es sieht halt gut aus. Also alles ist verrostet. Im Grunde genommen, ja, alles nicht, aber diese ganzen Schrauben sind angerostet. Hier ist noch ein bisschen Pappe von Verpackung. Hier. Die Bögen sind gerostet und. Aber es ist neu. Es ist eigentlich neu. Komplett. Antrieb neu. Kette neu. Neu, 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 neu. Eigentlich alles neu. Neu, aber rostig. So nenne ich das dann auch. Wie nennt man das? Klapprad? Neu, aber rostig. Faltrad? Neu, aber rostig. Genau so nenne ich das. Importeur Sky. Produkt 16 Zoll Folding, Gewicht 17 Kilo, Baujahr 2008. Ja, steht ja alles Wichtige drauf. Also wie gesagt, es ist ein 16 Zoll. Faltrad. Mit einer Gangschaltung. Wie viel hat's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Gangschaltung. Kein Licht und ich würde mal fast behaupten, für den deutschen Straßenverkehr auch nicht unbedingt zugelassen. Also von der grundsätzlich von der Sicherheitsausstattung schon nicht, aber eben auch von, also für Leute über 80 Kilo ist das schwierig wahrscheinlich mit dem Rad. Ansonsten für Kinder mag das gehen, aber ich traue mich das ja nicht, irgendein Kind unter den Hintern zu schnallen, auch würde ich auch nicht machen. Also ich werde es definitiv ja nicht verkaufen im Laden. Es geht weg und wenn es nur 1 Euro kostet, ist mir scheißegal. Ja, also bitte, aber dann holt es auch ab oder lasst es euch schicken. Hier, der Sattel ist mittlerweile eingerissen, der hat mal irgendwo dran gelehnt, dran gestanden. Tja. Es ist ja nicht mal so, dass ich das schlachten könnte, großartig. Wie gesagt, Pedalen, alles ist neu, hier sind nur die Aufkleber drauf da, diese Rechts- und Links-Aufkleber quasi, ja, es ist. Eigentlich ist es neu.
Ah, die Bereifung ist gut. Die Schläuche sind gut. Das vordere Laufrad ist okay. Das hintere Laufrad ist okay. Ein Laufradsatz ist drin, also sozusagen, der ist schon mal gar nicht so schlecht. Damit kann man schon was anfangen. Zum Laufradsatz. Schlachten, ja. Man könnte es schlachten, ja. Scamper. Naja, das war's für heute. Heute bescheidene Nummer. Nichts Besonderes, nichts Berauschendes. Im Grunde genommen Teileträger. Ich weiß ja nicht, wenn ich es zusammenklappe, hat er 17 Kilogramm und dann kann ich es vielleicht auch günstiger versenden als Paket. Muss ich mal schauen. Bis dahin verbleibe ich mit Grüßen aus Berlin. Wir sehen uns. Ciao.